Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 712 und heute mit Classic-Only-Themen. Und zwar BIDA steht für Bin ich das Arschloch, dann Classic-Parler richtig spielen und Classic-Streamer. Guten Morgen, Onkel. Ich hätte da auch mal eine Frage, die in die Richtung Am I the Asshole geht. Ich habe angefangen, mit ein paar Freunden Classic zu spielen und wir wollten unsere Charaktere zusammen leveln. Doch dadurch, dass ich arbeite und meine Freunde fast alle Studenten sind, wurde ich ziemlich schnell outlevelt. Also allein Questen und Dungeons machen. Kurze Info, ich spiele Schamane. Ich bin also in Hillsbred und soll in einem Dorf so einen Typen killen. Kämpfe mich mit ein paar anderen Spielern durch das Haus, in dem der Kerl steht und frage, ob mich jemand in die Party einlädt, damit wir alle den Mob bekommen. Keine Antwort. Also warte ich, bis die Gruppe den Mob killt und er respawnt. Bevor das allerdings passiert, ziehe ich Aggro von einem anderen Mob, nicht dem Quest-Mob, fange an, diesen zu killen. Kommen noch zwei dazu, Quest-Mob steht immer noch da, ich platziere ein AOE-Totem und einer von den anderen Spielern zieht Aggro vom Quest-Mob und ein paar anderen Mobs, rennt weg durch mein Totem, dieses explodiert und ich tagge den Quest-Mob. Ich denke mir, ah, kacke gelaufen, aber hierfür kann ich jetzt wirklich nix und kill den Mob mit Hilfe der Gruppe. Ich denke mir alles gut und beim aus dem Haus gehen schwebt mir ein We should have let you die. Also wir hätten dich sterben lassen sollen, verdammt nochmal hinterher. Jetzt meine Frage, am I the asshole? Ich kann mir ehrlich gesagt so, vereinfacht gesagt kann ich mir zunächst mal mit der Beschreibung keine Situation, Moment, hier möchte ein kleiner Hund auf den Schoß. So, kann ich mir mit der Beschreibung, die du gibst, nicht vorstellen, wie man darauf kommen könnte, dass du das Arschloch bist. Aber ich verstehe so ein paar Sachen nicht. Die erste Problematik, die ich sehe, ist, warum hat die Gruppe dich nicht eingeladen? War sie voll? Weil das wäre dann irgendwie naheliegend. Also, oder hat keiner irgendwas gesagt? Weil es wundert mich halt gerade, wenn da eine Gruppe ist und jemand sagt, invite, und dann ist man irgendwo, wo halt üblicherweise ein Questmob spawnt, dann macht man ja normalerweise diese Einladung schon rein als Selbstschutz. Weil man halt nicht möchte, dass der sich denkt, wer zuerst kommt, mal zuerst und einfach den Mob mit irgendeinem Instant-Spell anhittet. Und als Schamane hast du da eigentlich ganz brauchbare, ne? Deine Schocks, mit denen kannst du ja relativ schnell jemanden taggen. So, was ich dann aber nicht verstehe, der Mob spawnt und steht da, aber die Gruppe greift ihn nicht an. Das erschließt sich mir halt gerade nicht. Also, keine Antwort, wartest bis die Gruppe den Mob killt und er respawnt. Das war der Plan zumindest. Du ziehst Aggro von einem anderen Mob und fängst an, ihn zu killen. Es kommen zwei weitere dazu. Und der Questmob steht noch immer da. Also der Questmob steht die ganze Zeit da, aber keiner greift den an. Ich platziere ein AOE-Totem und einer von den anderen Spielern zieht Aggro vom Questmob. Also das, die einzige Situation, die ich mir halt vorstellen kann, ist, wenn du halt irgendwie in die Mobs rein ein AOE-Totem stellst. Und selbst da muss man halt sagen, wenn der Questmob bereits gespawnt ist und die dich nicht in die Gruppe einladen und nichts sagen, wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, warum du jetzt denen gegenüber verpflichtet wärst, ihnen den Mob zu lassen. Aber war ja nicht der Fall. Du hast das AOE-Totem außer Reichweite des Mobs gestellt, so wie ich das verstehe. Und jemand hat den reingezogen und dadurch getaggt. Und selbst dann hätten sie noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, na gut, dann, wenn er den pullt, dann soll er halt selber kämpfen. Also aus meiner Sicht, wie du das beschreibst, nee, definitiv nicht. Man kann darüber streiten, wenn du das Totem in die Mobs reinstellst, aber selbst da würde ich sagen, auch eigentlich dann nicht. Die sind eine Gruppe, die hätten zumindest irgendwas sagen können. Ich kann schon verstehen, dass man sagt irgendwie, es ist sinniger, wenn eine Gruppe, also wenn fünf Leute zuerst diesen den Questschritt haben, als wenn es eine hat. Auf der anderen Seite, wenn nur ihr diejenigen wart, die da sind, spielt es dann auch kaum eine große Rolle. Also ich wüsste im Moment keine Situation, wo ich sagen würde, das war deine Schuld und die hätten anders reagieren können. Sie hätten dich inviten können oder hätten zumindest sagen können, wenn sie dich nicht inviten, warum sie dich nicht inviten. Dann wäre es halt die Frage gewesen, ob man sich jetzt verpflichtet fühlt, den Mob zu lassen, wobei ich gesagt hätte, ich hätte es gemacht, wenn die vorher an dem Spot gewesen wären. Das finde ich halt fair. Wenn jemand zuerst da ist und offensichtlich auf einen Questmob wartet, dass man den dann nicht taggt und sich selber nimmt. Und schon gar nicht, ohne zu versuchen, in eine Gruppe zu kommen. Das machen ja auch manche, ne? Die nur sehen, da stehen drei Mann und bevor sie fragen oder anstatt zu fragen, wird dann sofort getaggt.
Wobei auch da noch die Möglichkeit gewesen wäre, dass sie ihre Gruppe auflösen und sagen Inf, also Invite sagen, denn dann hätten sie den Questmob halt auch noch bekommen in der Situation, die du geschildert hast. Es sei denn, wie gesagt, es wäre eine volle Gruppe gewesen, in die kein weiterer rein kann. Aber ansonsten für mich aus meiner Sicht Freispruch. Valo, ich habe mir das letzte Video von Rextreu, bester Parler. Moment. Ich habe mir das letzte Video von Rextreu, bester Parler, und festgestellt, da fehlt das Wort angeguckt, ne? Dass Parlax doch recht stark war. Aber Leute, ihr guckt euch immer Videos von Leuten an, die irgendwas machen und glaubt dann, dass die Klasse stark ist. Also die Wahrscheinlichkeit, ein Video von jemandem zu sehen, der halbwegs Ahnung zu hat, in dem die Klasse Kacke rumkommt, ist halt immer ziemlich gering. Aber gut. Nur, dass sie keiner spielen konnte, weil die Spieler alle zu doof waren, alles ein bisschen auszuquetschen aus dem Parler. Ich habe mir schon sowas gedacht, dass wenn Classic kommt, die Leute neue Wege finden werden, eine Klasse zu spielen. Und wer weiß, vielleicht wird ja Parler doch guten Damage im Raid machen. Hier der Link. So, das ist ein Video, wo ein Spieler die Reckoning-Mechanik, ich sag mal exploited, dann kommen wir der Sache schon mal am nächsten. Das ist eine Mechanik, nach der, wenn man gehauen wird und der Gegner an einem crittet, man daraufhin einen zusätzlichen Schlag bekommt. Und das ist mal so die grundsätzliche Mechanik davon. So, und dieser Spieler hat das halt irgendwie perfektioniert, indem er, so wie ich das gesehen habe, Start-Attack, Stop-Attack und Sitzen-Makros gemacht hat, die er spammen kann, weil normalerweise während des Sitzens ein Crit nicht als Crit gewertet wird, um genau das zu verhindern. Er so aber durch diese Mischung von Start-Attack und Sitzen einen Crit bekommen kann, der gewertet wird, dadurch einen extra Hit bekommen kann und mehr Schaden machen kann. Und das Ganze irgendwie auch noch, glaube ich, wenn er in der Bewegung ist oder so, wenn er in der Bewegung ist und dieses Makro benutzt, dann funktioniert das irgendwie auch, dass er gecrittet werden kann, wo er es eigentlich nicht sollte. Zunächst mal muss man sagen, dass das schon sehr offensichtlich in den Bereich Exploit geht. Ne? Also sich Makros zu machen, die man spammt, um eine Mechanik auszunutzen, die als solche nicht gedacht war, nur nicht sitzen zu können und einen Crit zu bekommen, wo es explizite Mechanik ist, im Sitzen keinen Crit zu bekommen, um exakt das nicht zu erlauben, das ist ein Exploit. Die nächste Frage ist, waren die Spieler früher zu blöd? Das weiß ich nicht mit Sicherheit, ob sie zu blöd waren, das zu machen. Erstmal muss man sich fragen, ob man jemanden, der nicht exploitet, als blöd bezeichnet. Und die zweite Frage ist, dass ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass die damalige Makrofunktionalität und Game Engine exakt die gleiche war. Denn da hat sich einiges geändert, wie ihr festgestellt habt. Zum Beispiel, wenn ihr versucht habt, als Spieler von ehemaligen Classic-Servern, also von Privatservern, eure Makros oder Add-ons zu benutzen, habt ihr festgestellt, das geht nicht, weil das nicht dieselbe Engine ist. Die Makrologik ist die Makrologik von heutzutage, die auch andere Dinge nicht erlaubt, die früher gingen. Zum Beispiel weiß ich, dass in Classic und definitiv in Burning Crusade, wo das eine große Rolle gespielt hat, Jäger die Möglichkeit hatten, Makros zu bauen, indem sie eine Cast-Sequenz gemacht haben, die auch die Autoshots beinhaltet. Das geht in der Form heute auch nicht mehr. Das heißt, ich würde es mal sehr mit Vorsicht genießen, ob das überhaupt in der Form exakt so funktioniert hätte früher. Selbst wenn es funktioniert hätte, wäre es halt immer noch ein Exploit gewesen. Und kommen wir zum letzten Schritt oder der letzten Frage. Können wir davon ausgehen oder glauben wir, dass das eine erhebliche Rolle spielt, dass der Parler im Raid guten Damage machen wird? Ich denke, nein. Weil die Voraussetzung dafür ist, dass der Parler Hits abbekommt, die critten. Und im Raid gibt es meistens nicht viel, was einem Schaden machen kann, was nicht eine hochgradige Gefahr wäre, wenn es Schaden an einem macht, gerade wenn man Retri-Paladin spielt. Also sprich, man müsste ja die Aggro von irgendwas haben, was einen regelmäßig hittet, um dadurch extra Hits zu bekommen. Und bei vielen Kämpfen wäre das nur der Boss, bei anderen Kämpfen wären das Adds. Wobei man da wieder sagen muss, es müssten Adds sein, die von denen man auch die Aggro hat und hält. Also ich wage mal zu bezweifeln, dass das im PvE, im Raid, eine große Rolle spielt. Es könnte sein, dass das im PvP eine Bedeutung bekommt, wobei ich mir halt nicht sicher bin, wie Blizzard darauf reagieren wird. Am wahrscheinlichsten, also für die wahrscheinlichste Lösung halte ich, dass Blizzard das unterbinden wird. Also den Bug oder diesen Exploit halt fixen. Ich glaube nicht, dass der gigantisch groß ist. Denn immerhin bekommt man dafür einen Treffer ab und auch einen kritischen Treffer ab.
um dafür einen Whitehead wiederum zu bekommen. Und es gibt durchaus einige Gegner, wo das Abbekommen eines kritischen Treffers ein größerer Verlust ist als der Schadensgewinn, den man dadurch bekommt, dass man dadurch einen extra Whitehead bekommt. Aber das ist jetzt so ein bisschen, geht mehr in den Bereich der Spekulation. Hallo Onkel, folgendes zum Thema Classic. Es ist der kleine Hund auf meinem Schoß eingeschlafen, der will kuscheln. Das ist gut. Ich war vor Release total gehypt und hatte mich sehr gefreut, mein Retail-Abo bereits seit Monaten vorher gekündigt. Was? Du hast dein Retail-Abo gekündigt? Monate vorher? Aber du brauchst es doch, um Classic zu spielen. Aber gut. Auch seitens der Community und den sogenannten großen Streamern war der Hype bekanntlich sehr groß. Aber genau darin sehe ich das gewaltigste Problem an Classic WoW zurzeit. Streamer wie Simon Unge oder Arschmon, spielt doch bitte wieder Retail Gold, waren lediglich darauf bedacht, möglichst schnell auf Level 60 zu kommen. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, ne? Dadurch haben sie sich in Dungeons durch Grinds ziehen lassen und sich von Zuschauern das Gold zustecken lassen fürs Level 40 Mount. Auch das ist deren Bier, wenn sie sich das. Also dazu gehören immer zwei, ne? Jemand, der den anderen zieht, wobei immer noch die Frage gestellt wird, ob der gezogen wurde oder ob er halt wirklich auch erheblichen Anteil daran geleistet hat. Und für das Goldschenken gehört einer, der es annimmt und einer, der das Gold abgibt. Ich fand, das hat dem Classic Game die Magie genommen. Okay. Als ich mit meinem Schamanen Level 30 erreicht habe und mich auf das scharlachrote Kloster gefreut habe, musste ich zum ersten Mal feststellen, welche Auswirkungen das öffentliche Verhalten der Streamer bereits angerichtet hatte. In 2 liest du nur noch Posts ab Level 35, nur High Level, Fixer Rush, LFM, Easy Kloster, Mob Grind. Als ich einem gewispert habe, dass ich gerne mitkommen würde, hieß es, no sorry, erst oder nur ab Level 35 und nur Mages und Logs, damit das Grinden schnell geht. Ich frage mich, wieso die Community nach Classic-Servern heult, wenn sie sich dann genauso verhalten wie im Großteil von Retail. Du hast, glaube ich, die Einschätzung, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten muss, um Classic spielen zu dürfen. Dem ist nicht so. Diese Schnell-Schnell-Mentalität hat in Classic da nichts zu suchen. Doch hat sie. Also, doch hat sie. Sie hat da was zu suchen. Wenn sie jemandem Spaß macht, dann kann er so spielen. Das war auch früher übrigens schon so, ne? Das ist nichts Neues, dass Leute schnell, schnell und ihr Elitismus hatten. Das ist nicht neu. Ja, sogar Posts für Leveling Boosts habe ich bereits im Handelschannel gelesen. Auch die gab es früher schon. Unglaublich. Nein, sehr, sehr wohl glaublich. Nachdem ich dann 2 Tage lang keine Gruppe mehr für Innis gefunden habe und ich auch keinen Bock mehr hatte, Schildkröten in 1000 Nadel zu grinden, habe ich Classic wieder gequittet. Ich bin trotz des Hypes möglichst erwartungslos an die Sache rangegangen. Bist du eigentlich nicht, ne, wenn man liest, was du beschreibst. Du hast ja eine sehr genaue Vorstellung davon, nicht nur wie du Classic spielst, sondern wie alle anderen es zu spielen haben. Bis Level 30 habe ich natürlich tolle Erfahrungen gemacht und Classic hat mir trotz des veralteten Gameplay Spaß gemacht. Mir ist auch manchmal aufgefallen, wie sehr die Talente und Fähigkeiten auf die Erfahrung durch das Level und Erkunden ausgelegt wurden. Sobald der Hype verflogen ist und diese ganzen Asmongold-Jünger endlich Platz gemacht haben auf den Servern, werde ich mich nochmal komplett neu in Classic versuchen. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, beziehungsweise was sagst du aus der Sicht eines Streamers? Ich habe ja nicht viel Classic gestreamt. Zumal du ja nicht zu den Blauäugigen gehört hast und genau wusstest, worauf man sich mit Classic einlässt. Viele Grüße und weitermach mit den schönen Videos. Ja, eben, das ist der springende Punkt. Ich wusste genau, worauf man sich einlässt und was Classic ist und kann und was es nicht kann. Und das ist auch nicht einfache Antwort. Das ist nicht die Schuld der Streamer, dass die Leute das Spiel so spielen. Der wichtigste Teil ist erstmal schon, grundsätzlich haben Leute früher auch das Spiel so gespielt. Es gab massig Leute, mich eingeschlossen, die zum Beispiel beim Leveln nur darauf geachtet haben, möglichst schnell Max-Level zu sein. Die auch nicht unbedingt Bock hatten, X oder Y bei seinen Quests zu helfen oder sonst irgendwie was zu machen, die gesagt haben, ich versuche ins Endgame zu kommen und dann suche ich mir dort Gruppen, um Endgame-Inhalte zu machen. Und auch die Situation, dass bestimmte Klassen schwer oder gar nicht Gruppen finden, ist auch nicht neu. Das gab es in Classic, das gab es in Burning Crusade. Einige von euch werden die Situation kennen, dass man TDM, Terrasse der Magister, halt gerne mit möglichst viel Crowd-Control gespielt hat, weil die Mobgruppen sehr schwer waren, also sehr viel konnten und sehr unangenehm waren. Und bis man später so gutes Gear hatte, dass man sie vielleicht umcleaven konnte, aber die üblichen Gruppen, in denen ich gespielt habe, da war man froh über jeden Crowd-Control. Auch da war das häufig so, dass dann halt die Magists, um mal ein gutes Beispiel zu nennen, und auch Jäger mit ihren Fallen halt sehr, sehr, sehr beliebt waren und andere eher exotischere Specs, teilweise nicht mal exotischere Specs, aber nur Specs, die keinen Crowd-Control hatten, nicht unbedingt so beliebt waren.
Der große Unterschied von Classic Launch zu heute ist, dass mehr Leute die entsprechende Kompetenz besitzen, diesen Elitismus an den Tag legen zu können. Ob sie das dann fälschlicherweise tun oder nicht, ist wie immer eine Frage, die man sich beliebig und ne, die kannst du dir von vorne bis hinten jeden Tag, jeden Abend und jeden Mittag stellen. Ob das angebracht ist oder nicht. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Früher waren sehr, sehr viele Spieler unglaublich inkompetent, was das Spiel- und Klassendesign betrifft. Und nicht nur die Spieler, Blizzard ja auch. Wenn man sich die Itemisierung zum Beispiel anguckt, guckt euch die T0-Sachen an, wo bei ganz vielen, ich glaube beim Magier oder so, irgendwie Int und Wille ist da drauf. Das braucht kein Mensch als Magier. Schon gar nicht im High-Level-Bereich. Aber Blizzard dachte sich, ja, warum nicht? Selbst beim Schurken, glaube ich, ist auch Wille drauf. Und solche Geschichten. Und wie gesagt, das gilt sogar einschließlich für Blizzard. Und man hat erst im späteren Verlauf dann gemerkt, als die neuen Inhalte kamen, dass Blizzard so auch die Itemisierung und so weiter geändert hat, dass sich Spezialisten herausgebildet haben, dass Hybride, die als Hybrid gespielt haben, nicht die Regel waren, sondern die Leute, die Hybriden auch meistens spezialisiert gespielt haben und so weiter und so fort. Und das ist was du heute siehst. Die Leute haben gelernt, wie man so ein Spiel versteht, unabhängig davon, ob das Spiel jetzt alt ist oder nicht, auch wenn es mit komplett neuen Mechaniken rausgekommen wäre, die Herangehensweise der Spieler an ein MMORPG heutzutage, gerade von erfahrenen WoW-Spielern, ist eine ganz andere, als sie das früher war. Man weiß genau, was ist für mich gut, was sind die guten Stats, welche Klassen sind gut, welche Specs sind gut und versucht optimiert zu spielen. Und daran ist nichts falsch. A war das zu erwarten, B ist das nichts Neues und C ist das nicht falsch. Weil jeder kann so spielen, wie er will. Das größte Missverständnis, was man haben kann, ist, dass man glaubt, auch das wiederhole ich, glaube ich, seit Jahren mittlerweile, dass man glaubt, dass andere Spieler Classic so spielen müssten, wie es einem selber am besten gefällt. Ne? Zum Beispiel der eine sagt, für mich ist Erkunden toll, ich benutze keinen Quest-Helper. Andere sagen, ich benutze überhaupt kein Add-on und der nächste sagt, auf jeden Fall benutze ich die, ich möchte schnell Max-Level werden. Die Dinge sind alle gleichberechtigt, nichts davon ist besser oder schlechter. Von daher glaube ich, ob der Hype verflogen ist oder nicht, das wird nichts daran ändern. Das hat nichts mit der Community von heute zu tun, das hat nichts mit irgendwas zu tun. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Spieler heute eine Kompetenz besitzen, die sie früher noch nicht hatten. Und diese Kompetenz halt in diversen Formen ausgelebt wird. Ich kann mich früher daran erinnern, dass es so Dinge gab, wie Gruppen wurden gebildet und du bist nur reingekommen, wenn du das Tier 0 Set vollständig hattest oder mindestens x Teile davon oder so. Ungeachtet der Tatsache, dass das kein gutes Set war für sehr, sehr viele Klassen. Das war also eigentlich genauso blöd oder noch blöder. Aber man hat gesagt, das ist unser Eintrittskriterium. Wenn du nicht dieses Set zusammen hast, dann darfst du nicht mit. Und später in WOTLK war es dann Gearscore und ich weiß gar nicht, was es alles in Burning Crusade war. Aber mal gucken, wie es aussieht. Im späteren Verlauf des Spiels, weil eine Sache natürlich, glaube ich, schon stimmt, dass die Leute, die sehr stark darauf bedacht sind, sehr schnell zu leveln, am Anfang möglicherweise in deinem Levelbereich sind, wenn du auch relativ schnell levelst. Und jemand, der regelmäßig spielt und vielleicht jetzt erst Level 20 oder 30 ist oder so nach einigen Wochen, vermutlich jemand ist, der nicht unbedingt diese Art von Herangehensweise an das Spiel hat. Also der Teil mag sich so ein bisschen verändern, aber nicht deswegen, weil irgendein Streamer nicht mehr da ist oder weil irgendwie ein Hype weg ist oder so. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und wir hören uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.